Diese Sendung widmet Ihnen Energie Burgenland. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Energie TV, Ihrem Info- und Servicemagazin der Energie Burgenland. Heute begrüße ich Sie aus einem wunderschön ausgebauten Dachgeschoss im 2. Bezirk in Wien. Es wurde vor 2 Jahren zu einem Plus-Energie-Dachgeschoss umgebaut und es ist angeblich weltweit das erste seiner Art. Ein Plus-Energie-Gebäude ist ein Gebäude, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht. 4 Kriterien sind dabei ausschlaggebend. Das erste ist, dass die Energie am Standort erzeugt wird, also am Gebäude. Das zweite ist, dass die Energie, die quasi mehr erzeugt wird, Primärenergie ist, also das heißt über alle Energieträger hinweg. Und das dritte ist, dass der Zeitraum, wo wir das betrachten, über ein Jahr ist, also das heißt über ein gesamtes Jahr muss das Gebäude mehr Energie erzeugen, als es verbraucht. Und der vierte Punkt, und das ist aus meiner Sicht der wesentlichste Punkt, dass das Gebäude betrachtet wird inklusive der Nutzung, das heißt inklusive der Haushaltsgeräte. Die Grundlage ist ein Passivhaus und die extreme Optimierung des Stromverbrauchs. Dieser Dachgeschossausbau in der Yps-Straße im 2. Wiener Gemeindebezirk wurde nach dem neuesten Stand der Technik ausgebaut. Es entstanden 2 Wohnungen mit Ausblick auf das Wiener Riesenrad und 3 Apartments, die tageweise vermietet werden. Für die Stromerzeugung wurde eine Photovoltaikanlage mit über 13 Kilowatt Peak installiert. Eine Solaranlage unterstützt die Heizanlage. Das Gebäude ist übrigens das erste Plus-Energie-Gebäude in Wien und das erste Plus-Energie-Dachgeschoss weltweit. Die Herausforderung war einerseits auf einen Dachgeschossausbau ein Passivhaus zu machen. Das war eine große Herausforderung. Das ist leider auch noch nicht üblich oder noch weit entfernt. Und das zweite war eben die extreme Optimierung aller Stromverbraucher. Sie sind Bauphysiker. Wann brauche ich einen Bauphysiker und was war bei diesem Projekt Ihre Aufgabe? Einen Bauphysiker brauchen Sie immer dann, wenn Ihnen der Energieverbrauch wichtig ist, also dass Sie den nicht dem Zufall überlassen. Bei dem Gebäude haben wir natürlich auch die Bauphysik gemacht, also die klassische Gebäudehülle, also den Energiestandard, Schallschutz, waren auch für das Plus-Energie verantwortlich, dass es erreicht wird und haben auch noch die Gebäudezertifizierung gemacht. Das Gebäude ist nach Klimaaktiv zertifiziert, bekam 970 von 1000 möglichen Punkten und erreichte damit Klimaaktiv Gold. Bauphysiker Schöberl ist ein Experte und ein wahrer Pionier. Zurzeit baut er das erste Passivhaus in China. Das Biomassekraftwerk in Oberwart zählt zu den innovativsten der Welt. Modernste Technologie und Technik, die immer am neuesten Stand sind, machen das möglich. 23.000 Tonnen Waldhackgut aus der Region werden dort in Wärme und Ökostrom umgewandelt. Energie Burgenland Biomasse betreibt 3 Biomassekraftwerke zur Erzeugung von Strom und Wärme. Die Anlage in Oberwart ist eine Innovation in ihrer technischen Ausrichtung und ein Pilotprojekt, das international auf großes Interesse stößt. Im Dezember 2007 nahm das Biomassekraftwerk in Oberwart seinen Probebetrieb auf. Im Oktober 2008 startete der Regelbetrieb. Das Besondere an dem Kraftwerk ist, dass es sich um eine Biomasse-Vergasungsanlage handelt.
Die große Besonderheit dabei ist eben, dass dieses Holzgas durch diesen Vergasungsprozess gewonnen wird und keine herkömmliche Verbrennung stattfindet. Was im Endeffekt einen sehr hohen thermischen, aber auch elektrischen und somit Gesamtwirkungsgrad der Anlage bedeutet. Regionales Waldhackgut wird mit der Biomasse-Vergasungsanlage jährlich in 21 Gigawattstunden Ökostrom und 22,5 Gigawattstunden Wärme umgewandelt. Die Anlieferung der Biomasse erfolgt täglich. Das Holz kommt aus der Region und wird in einer eigenen Anlage in Heiligenkreuz zerkleinert. Die Biomasse wird hier angeliefert, wird getrocknet. Wir brauchen hier einen Wassergehalt von ca. 25% und die Biomasse wird dann in die Wirbelschicht, in den Wirbelschichtreaktor befördert. Wir haben hier einen Zwei-Zonen-Wirbelschicht, das heißt, im Wirbelschichtverfahren wird die Biomasse vergast, das Produktgas wird gekühlt, wird gereinigt, gewaschen und wird dann in zwei Gasmotoren verstromt. Unser produziertes Holzgas hat einen sehr hohen Wasserstoffanteil mit ca. 40% und einen Methangehalt, also Erdgasgehalt von ca. 10%. Das ist sehr hoch. Das war auch das Ziel. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, aus Biomasse, aus Holz, Wasserstoff zu erzeugen, aber auch Erdgas, Methan zu erzeugen und dieses dann in ein Leitungsnetz einzuspeisen. Auf eine Weiterentwicklung wird großen Wert gelegt. Es werden laufend Adaptierungen vorgenommen, Verfahrensprozesse optimiert und gemeinsam mit diversen technischen Universitäten Forschungen betrieben. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte laufen, wo wir eben auf der einen Seite versuchen, den Wasserstoffgehalt auf ein Maximum zu erhöhen, um diesen Wasserstoff anderweitig zu nutzen, vielleicht für Brennstoffzellen, für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Auf der anderen Seite versuchen wir aber auch, den Erdgasgehalt, diesen Methangehalt zu erhöhen, um diesen dann ins Erdgasnetz möglicherweise einzuspeisen. Wir freuen uns zwar auf die heißen Tage im Sommer, ohne Klimaanlage wären sie aber im Auto nicht auszuhalten. Aber genau dort, wo wir uns am meisten aufhalten, nämlich zu Hause oder im Büro, achten wir sehr wenig auf das ideale Raumklima. Hier die Tipps, wie Sie Ihr Heim angenehm kühlen. Im Sommer bei tropischen Temperaturen wird es in manchen Häusern unerträglich warm. Klimaanlagen sorgen für eine angenehme Abkühlung und bieten nebenbei auch viele weitere Vorteile. Klimageräte schaffen ein hervorragendes Klima, konzentriertes Arbeiten, einen erholsamen Schlaf und eben durch die Filterwirkung, sprich Pollen, regeln gleichzeitig auch die Luftfeuchtigkeit. Grundlegend wird zwischen zentralen und dezentralen Anlagen unterschieden. Zentral ist, ich habe eine Einheit für die gesamte Räumlichkeit und dezentral, ich habe das extern installiert. Dezentrale Anlagen werden raumweise eingesetzt. Durch die einfache Nachrüstung kommen diese vorwiegend in Bestandsbauten oder als mobile Geräte zum Einsatz. Wer keine Klimaanlage besitzt, kann die eigenen vier Wände auch mit Hilfe anderer Maßnahmen angenehm kühl halten. Der schöne große alte Lindenbaum, früher war das gang und gäbe. Er sollte womöglich nicht zu nahe am Haus platziert werden. Es gibt auch die Beschattung oder so wie im Winter die Dämmung, könnte man das auch für den Sommer für die Hitze schaffen. Eine weitere Maßnahme im Kampf gegen die Hitze im Haus ist die richtige Lüftung. Bei heißer Witterung sollten Sie nur spät abends, nachts oder am besten früh morgens lüften. Wer tagsüber lüftet oder die Fenster kippt, lässt nur noch mehr Hitze ins Haus. Am besten querlüften mit weit geöffneten Fenstern und Türen. Ein Ventilator kann bei großer Hitze zwar keinen Raum abkühlen, aber für Erleichterung sorgen. Der Sommer kann kommen und das auch noch mit stimmungsvollem Partylicht in Ihrem Garten. Die ESOTEC Solarleuchten können Sie überall ganz einfach montieren. Wie? Das zeigen wir Ihnen jetzt.
Die bunten Esotec-Solarleuchten bringen Partylicht in Ihren Garten. Mittels Druckklemme können Sie die Leuchten an Bäumen oder Sträuchern anbringen. An der Oberseite jeder Solarlampe befinden sich vier Module, die bei Sonnenschein den Akku im Inneren der Leuchte laden. Sobald die Sonne untergeht, leuchten die LED-Lampen automatisch auf. Und das mindestens 6 Stunden lang. Neben den bunten Effekten bieten diese LED-Lampen im Vergleich zu Kerzen auch ein hohes Maß an Sicherheit. Weitere Informationen finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Das war's bereits für dieses Mal. Ich verabschiede mich aus dem wunderschön ausgebauten Dachgeschoss hier im 2. Wiener Gemeindebezirk. Wir sehen einander im Juli wieder und bis dahin wünsche ich Ihnen viel Energie. Diese Sendung widmete Ihnen Energie Burgenland.